Was geht, liebe Tendos? Ich bin's wieder, euer Milchtendo. Herzlich willkommen zu meinem Online-Let's Play zu Splatoon. Und ja, ihr kennt ja schon das ganze Getümmel hier. Das ist der Mietsrichter, mit dem wir jetzt kurz nochmal sprechen. Miau, die Ausrüstung. Das werde ich euch alles noch erklären. So, und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich Stufe 21. Vorher konnte man RP bekommen, wenn man noch unter Stufe 20 war. Doch jetzt bekommt man Punkte. Und ja. Und die Punkte handeln wir uns gleich. So, aber widmen wir uns erstmal der Waffe. Wir spielen nach der Reihenfolge die Waffen. Also, ich werde im ersten Fall natürlich erstmal die Anfangswaffe nehmen. Das ist die hier. Die Juniorwaffe. Und jetzt in die Schlacht gehen. Ich habe jetzt erstmal alles so an, weil ich tun müsste, als wäre ich auf Level 1 oder so. Ist halt so. Erster Part muss so sein. So, wir werden die ersten 5 Online-Parts normal machen. Also normal spielen mit Standardkampf. Und dann ab Part 5 dann auch mit Rangkampf spielen. Aber die ersten 5 kommen nur Standardkampf erstmal. So, und dann beginnen wir mit dem ersten Standardkampf. Auf welcher Map? Es gibt hier auf dem Gamepad noch ein Minispiel, dann könnt ihr das spielen. Das werdet ihr jetzt aber nicht machen, denn die Lobby ist schon voll. Boah, dann wäre nur Stufe 50. Scheiße. Naja, ich bin gespannt, wie die so sein werden. So, und die erste Map heißt Anchovy Games HQ. So, und jetzt müssen wir jetzt so viel anfangen wie möglich. Jetzt geht's los! Online-Let's Play, Splatoon! Bin schon ein guter Spieler hier drin, also ich kann gut einfärben. Ich widme mich aber in letzter Zeit auch manchmal Splatoon 2. Ich denke hier auch immer, dass ich nicht die Superwaffe einsetzen kann. Also ganz einfach erklärt. Das war jetzt ein Fehler. Entschuldigung. So, eins. Ey. Was ist denn hier los, Mann? Du hast jetzt hier. Hallo! So, als Waffe haben wir die Klecksbombe. Tricks. Gut. Ja. Direkt mal. Fehler bei der Datenübertragung. Oder was weiß ich, was da passiert ist. Ja. Dann kurzer Cut. Dann nehmen wir uns gleich. So, nachdem wir in der ersten Runde verarscht wurden, hoffe ich mal, dass es jetzt besser geht. Jetzt sind wir auf dem Camp-Dingsbum. Ich habe vergessen, wie das heißt. Camp-Schützenfisch heißt das. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Camp-Schützenfisch heißt die Map und das sieht jetzt im ersten, wie gesagt, verbuggt aus. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das hier besser klappt. So, wir können hier schon fleißig einfärben. Ich habe jetzt auch den Ton wieder etwas lauter gemacht, damit ihr was hört. Von dem Game. Ich will ja nicht ohne Ton irgendwie das laufen lassen. So, und jetzt haben wir die Spezialwaffe, so nennt sich das, aktiv. Oh, da ist ein Gegner gerade ins Inferno oder wer auch immer das war. Entweder das mein Team oder das Gegner-Team. Ich weiß nicht. Hat da ein Inferno. So, wir sind Team Pink und die Gegner sind Team Gelb. Hallo? Team gelbe Gegner. Ihr habt direkt mal zwei gekillt, ey, episch. Epic, Mappic, Deppic. Da war ich jetzt schon gut drauf, ey. Meine zwei Kills. Naja, auf jeden Fall werden wir alle Waffen in diesem Let's Play Let's Playen. Ich kann immer schauen, nach welcher Reihenfolge die Waffen gehen. Naja, dich kriege ich noch. Ey. Hat gerade einen Gegner noch mehr geschmissen, Alter. Das ist die Drache. So, ich gehe mal rüber.
Oder in einer Minute, oder bei einer Minute werden die Tore geschlossen und dann kann ich rübergehen. So lange warte ich noch, aber es passiert jetzt im Moment. Wow. Jo, jetzt werden sie geschlossen. Ich färbe sie kurz eben ein. Wenn man auch direkt hier hoch kann. So, los geht's. Hier hoch. Einfärben. Jawoll, Inferno. Ey. Jetzt kann ich das mal zeigen. Jawoll, Schutzschild aktiv. Manchmal passiert das sogar, dass die Teammates dazu ein Schutzschild bekommen. Aber eigentlich normalerweise ist das so, dass nur einer das immer bekommt. Manchmal passiert das auch mit mehreren Spielern. Also dass die Teammates dann auch dazu das Schutzschild bekommen. Und ja, in 8 Sekunden endet es. Nochmal schnell schauen, ob hier was bei den Gegnern ist. Ja, hier nochmal schnell alles Nötige versuchen und das war jetzt das erste Match. Jo, ich würde mal sagen, gewonnen oder nicht gewonnen? Gewonnen beim ersten Match. Also was heißt erstes Match? Also erstes Match, was ich aufnehme natürlich. Und ja, mein Team. Bin zweitbester mit 3 Kills und 0 mal gestorben. Das ist relativ gut. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte. Und für 400 eingefärbte Dings gibt es 2 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde. So, nächstes Match wieder in Camp Schützenfisch. Und jetzt kriegen wir die Farbe erneut. Ich glaub's nicht. Okay, aber die Gegner haben eine andere Farbe, weil sonst hätte das. Sonst wäre das schräg geworden. Sonst wäre das schrägi-mägi geworden. Ey. So, erstes Match gewonnen. Zweites Match werden wir sehen, was hieraus wird. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. Ich versuche jetzt auch wieder in der Woche hier öfter Videos hochzuladen. Weil wir haben ja, wir haben jetzt Herbstferien für 2 Wochen. Also das ist jetzt die erste Woche und dann werden wir natürlich mal schauen, ob wir wieder ein bisschen öfter Videos hochladen. Vielleicht kommt entweder heute oder morgen, wer weiß, noch ein Mario Kart 8 Online. Video mit auf der Capture Box. Da dürft ihr drauf gespannt bleiben, ob es entweder heute oder morgen kommt. So, hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Da! Aber dafür gibt es ja das Schutzschild nicht, wahr? So, ich gehe mal hier hin, sonst sieht der mich noch, aber der wird auf jeden Fall da kommen. Ja, der kommt da. Ich mache jetzt mal extra mal den Rücktritt. Sonst wird da wieder einer kommen und da kommt doch gerade eine. What the fuck, Alter? Ich hab der zigtausend Hits gegeben und die stirbt einmal nicht. Das war's komplett, ey. Und so würde ich mal sagen, sonst würde ich sagen, ey, guck mal, die hat gecheatet. Könnt ihr die bitte alle killen? So könnte man das formulieren, wenn man irgendwie eben schon 30.000 Hits oder so gegeben hat. Was? Ey, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Jetzt zum zweimal die mich jetzt schon gekillt. Blechbombe! Ah! Ah! OP-Appa. Appa. Mann. Luftangriff! Ich muss jetzt probieren, irgendwie da hier wegzukommen, Alter. Aber meine Teammates helfen mir nicht, ja. Sterb doch! Sterb doch, ja, geht doch. Ist sie weg? Ah nein! Ja! Nein!
wollte noch was schmeißen, aber ging nicht. Ja, alles gegeben, aber ich glaube, wir haben verloren. Nein, gewonnen! Lul. Die sah für mich so aus nach den Gegnern, aber naja. Egal, gewonnen ist eh besser. Gut, 3 zu 4. Ich bin schon wieder an zweiter Stelle. Und Stufenaufstieg, 22. Nächste Runde. So, dann geht's weiter. Drittes Match auf Anchobit Games HQ. Mhm. Nicht schlecht. Ding, 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 Nächsten Part werde ich euch auch den Waffenmeister Arti vorstellen. Denn da gehen wir nächsten Part mal hin. Aber kaufen uns da keine Waffe, sondern schauen uns die nächsten Levelwaffen an. Man kriegt nämlich pro Level. Oh, yo, bitte! Granate. Man kriegt nämlich pro Level. Also ich glaube bis Level 20 oder so. Ich weiß nicht wie viele Level. Bis Level. Wieder ein ganz witziger hier. Wo legt er seine Granaten denn hin? Ja genau, da. Ey Mann, jetzt kam der da noch. Ja. Der Bälle. Der gute alte Bälle. Mann, 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 Mann. Kann doch nicht wahr sein. Da werden wir uns nur den die letzten Waffen an, ob da überhaupt noch Waffen sind aus Stufe 22, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da hinten sind welche. Bam! Nein! Ja. Jo! Nein! Boah, zum Glück habe ich noch mitgenommen, Alter. Zum Glück habe ich sie nur mitgenommen, Alter. Ach so, wir haben einen Disconnect. Mhm, ja. Lass sie mal leben, Disconnect immer gut. Oh mein Gott. Ah. Ja. Ich räume hier ab. Aber nur mehr. Null. Ja, komm, gib ihm. Komm her. Du Lappen. Nein. Er hat die Sprungfläche weggemacht. Nein. Willst du mal herkommen? Ja, der Kopf. Ja. Ich bin zu flink. Ui, da kommen sie an. Juhu. Ich bin zu flink für die. Oh Mann. Jetzt werde ich mal hier hochgehen, die letzten 10 Sekunden. Noch mal ausnutzen zum Einfärben. Ich habe nochmal alles versucht, was ging. Und wie sieht's aus? Oh, diesmal haben die Gegner gewonnen. Schade. Aber war mein gutes Match. Mit wie vielen Kills? 8 Kills und 2 Tode kann man mit leben. War sogar relativ gut. Aber wir hatten einen Disconnect, das war nicht so gut. Deswegen haben wir leider verloren. Naja, letztes Match noch. So, letztes Match. Nochmal auf Camp Schützenfisch. Und ich bin der Anführer meiner Gruppe. Das ist nice. Gegen. Oder warte, ich habe mir überlegt, Leute. Ich habe mir überlegt, dass ich Arti noch gleich zeige. Ich möchte das unbedingt jetzt wissen, ob ich noch Waffen bekomme oder nicht. Also noch freigeschaltet kriege.
Wo kommt? Oh mein Gott. Alter Schwede, hier haben sie jetzt aber ordentlich angegriffen. Die ist echt eiskalt da oben gelandet. Ich fass es nicht. Ja. Das war die Heulbrühe. Die Items werde ich euch noch erklären. Im Laufe der Parts hier. Im Online-Modus. Ja, Spaß, sowas mache ich nicht. Sonst würde man so tun, als würde man glitschen. Jawohl, komm! Ja! Down ist er. Aber dafür gibt es ja das Schiff, oder? Jawohl, da kommt er. Da kommt noch einer. Ich hab dich. Der flüchtet, der kleine Laufe. Hahaha. Fast das gesamte Team ausgelöscht. Hey. Boah. Null. Warum greift er jetzt mich an? Ich bin noch lieb. Jo. Für das letzte Match haben wir immer meine Dings eingesetzt. Hey. Bam. Da ging er down. Also jetzt muss ich nochmal zur Gegner-Kolonne gehen. Ich will nochmal Action hier. In den letzten 20 Sekunden. Gegnerkolonne, Action, 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 Action. Ja, Mann! Nein! Da haben wir ihn noch bekommen! Nein! Schade. Aber weil mein gutes Match und jetzt schauen wir mal, wer am Ende hier noch gewonnen hat. Ich würde sagen, wir, oder? Wir? Yo, wir haben gewonnen! Zum Abschluss! Nice! Jo, das waren turbulente Runden und ich bin jetzt sogar auf Platz 1. Und 40.000 haben wir jetzt. So, das waren die Matches. Ja, ich würde sagen, Daumen hoch jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat. Also ich zeige euch nochmal den Arti. Aber ich würde schon mal sagen, Daumen hoch und ein Abo da lassen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. So, hier ist Arti. Der verleiht immer so Waffen. Ah, okay. Ich krieg keine neue Waffe mehr. Das sah nur so aus, weil ich dachte, ich würde noch neue Waffen bekommen. Naja. Aber auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit dem ersten Part von Splatoon Online-Modus. Wenn euch das gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und ein Abo da lassen, falls ihr neu auf dem Kanal seid, um nichts mehr zu verpassen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasst euch gut gehen und bis demnächst.